Hättest du vor dem Spiel gedacht, dass es so deutlich wird? Nein, auf gar keinen Fall. Also wir haben immer Probleme gegen Nordhorn gehabt und haben die auch immer noch. Also heute, das Ergebnis ist ziemlich überraschend. Aber wenn man bedenkt, dass deren Hauptmittelmann jetzt durch Verletzung gefehlt hat und die halt das kompensieren mussten, kann man schon denken, dass wir das halt ausgenutzt haben. Gerade bei den Temperaturen war das eigentlich heute ein Überraschungsspiel. Hier hätte jeder gewinnen können. Die Mannschaften sind gleich stark. Und ja, ich habe diesen Sieg in der Höhe nicht so erwartet. Was war für dich entscheidend heute? Ich glaube, die gute Anfangsphase, weil es ist draußen mega heiß gewesen und wir waren alle fokussiert auf das Spiel. Ich glaube, Nordhorn war auch fokussiert. Kommen aus einem heißen Bus. Sie haben auch hätten die Anfangsphase besser überstanden, dann hätte das auch nochmal spannend werden können. Ja, heute definitiv die Abwehr. Man muss sagen, wir hatten heute wieder einen überragenden Torwart mit einer klasse Abwehr davor. 20 Gegentore sprechen für sich. Und wenn wir dann 26 werfen, dann können wir uns heute auch freuen. Und was mich gut gefreut hat, war die Abwehrarbeit von uns allen und von mir. Also für mich persönlich war die Abwehrarbeit heute entscheidend. Und ich meine, kann man ja sagen, 20 Tore gegen Nordhorn, das ist ordentlich. Wir haben morgen früh direkt gleich Training, das heißt heute noch mal ganz kurz die Stimme ölen, dass ihr am Sonntag auch wieder funktioniert. Und dann gucken wir, machen wir morgen noch ein bisschen taktische Sachen und Video und dann sind wir, denke ich, auch gut vorbereitet auf Wilhelmshaven. Ne? Gucken wir mal nach vorne, geht ja schon in 2 Tagen weiter. Wilhelmshaven, was erwartet euch da? Erstmal Köhlers Bruder. Die haben gezeigt, dass sie es auch können und das wird ein schweres Spiel in Wilhelmshaven. Das ist ja schon fast ein Derby, da hat der Derby-Charakter. Und wir wollen natürlich gewinnen. Ne? Dafür haben wir so einen breiten Kader, damit wir aus der Volle schöpfen können. Auch wenn wir auch ein paar Verletzungen haben. Aber ich denke mal, wir fahren dahin, um zu gewinnen. Und ich glaube, wenn wir so eine Leistung abrufen wie heute, dann wird das für Wilhelmshaven sehr schwer, uns zu schlagen. Ja, die Halle ist immer super unangenehm. Und Wilhelmshaven ist auch sehr heimstark. Sie haben die meisten ihrer Punkte zu Hause geholt. Und ich denke, das wird wieder ein harter Kampf. Aber wenn wir so spielen wie heute und die Abwehr steht, dann denke ich, dass wir uns da was ausrechnen können.